Wir feiern unseren Gottesdienst am Sonntag Judica, dem letzten Sonntag der Passionszeit, im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen, liebe Glaubensfamilie und liebe Kirchenfamilie, wo immer Sie uns sehen. Ich möchte zu Beginn gleich mal ein Lob aussprechen. Wir freuen uns hier in Marktberolzheim. Wir, das ist das ganze Online-Team, die hier tätig sind, dass Sie so gerne unsere Gottesdienste schauen. Dass Sie uns ab und zu schreiben und sagen, Dankeschön, es tut uns gut. Und diese Anrufe, diese E-Mails, die bekommen wir aus unserem Dekanat, aus unserem Landkreis, aus ganz Deutschland, aus Westfalen rufen Menschen an, aber sogar aus der ganzen Welt. Aus Brasilien bekommen wir Mails, aus den Niederlanden, aus den USA, aus Kanada. Das tut gut. Das tut gut zu wissen, dass wir als Glaubensfamilie, als christliche Glaubensfamilie weltweit verbunden sind. Seien Sie uns alle herzlichst willkommen. Und da ist es gut, dass das Motto des heutigen Gottesdienstes ist, gegen Gott, zu Gott fliehen. So hat es Martin Luther ausgedrückt. Und ich wünsche uns eine gesegnete Zeit miteinander. Wir wollen uns besinnen. Du veränderst diese Welt, Herr Jesus Christus. Vor dir werden die Kleinen groß und die Großen lässt du klein dastehen. Du veränderst die Welt, weil du dich selbst niedrig machst, weil du dir nicht dienen lässt, weil du selbst zum Knecht wirst, weil du dein Leben gibst zur Erlösung auch für mich. Ich dagegen will groß sein, herauswachsen aus der Enge, die mich klein macht. Ich will immer noch erfolgreicher werden, mich bekannt machen und einen großen Namen haben. Doch du willst, dass ich werde wie ein Kind, dass ich auf dich vertraue, dass ich den Neid verlerne und den vergleichenden Blick. Ich dagegen will reich sein, will mich bedienen lassen, will, dass Menschen sich für mich den Arm ausreißen. Doch du willst, dass ich wie du zum Diener werde, dass ich meine Gaben nicht einsetze, um selbst vorwärts zu kommen, sondern um meinem Nächsten zu dienen. Du willst mich erlösen, willst mich befreien von meiner Sucht, immer größer werden zu wollen, immer besser und immer erfolgreicher. Du willst dein Leben geben zur Erlösung, auch für mich. Und so beten wir mit den Worten Dietrich Bonhoeffers: Gott, zu dir rufe ich. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist Friede.
In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. Oft verstehe ich deine Wege nicht, aber du Gott, weißt den Weg für mich. Amen. Liebe Kirchenfamilie, langsam geht die Passionszeit dem Ende entgegen. Wir versuchen uns dem Leiden Jesu, seiner Einsamkeit und seinem Tod anzunähern. Schon die ersten Christen haben versucht, dem Leiden und Sterben Jesu mit den überlieferten Worten des Alten Testaments näher zu kommen. Hiob steht da als ein Sinnbild für einen Menschen, der unschuldig leidet. Hiob, ein ganzes Buch gibt es von ihm. Er ist einer, der mit dem Schicksal hadert. Er hadert mit seinen Freunden, die versuchen, sein Leid zu erklären. Und er hadert vor allem mit Gott selbst. Hören wir den Predigttext für den heutigen Sonntag. Alle meine Getreuen verabscheuen mich. Und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Liebe Kirchenfamilie, haben Sie die Geschichte Hiobs noch ganz vor Augen? Hiob sitzt am Boden, seine Kleider sind zerrissen. Der Mann, der noch vor kurzem mitten im Leben stand, der 10 Kinder gezeugt hatte und mit Reichtum gesegnet war, der hatte auf einmal keine Freude mehr am Leben. Hiob. Vielen galt er damals als Vorbild, weil er sein Leben so fromm, gottesfürchtig und auch rechtschaffen geführt hatte. Und jetzt sitzt er da am Boden und zweifelt, er hadert. Ja, vor wenigen Wochen noch, da war es ihm so richtig gut gegangen. Er hatte die Freude an seinen Kindern, er war stolz auf sie, er war stolz auf das, was er hatte, seine großen Viehherden, und er erfreute sich bester Gesundheit. Aber jetzt... Erst waren seine Angestellten von Fremden ermordet worden und das war noch nicht genug. Dann kam ein Riesenunwetter, das Haus stürzte ein, in dem sich alle seine Kinder gerade zu einem Fest gefunden hatten und keiner von ihnen hat überlebt. Und dann wurde Hiob schwer krank. Bösartige Geschwüre am ganzen Körper. Das bedeutete damals, man wurde aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und auch seine Frau, die schickte ihn fort. Er musste alleine leben. Und er saß oder sitzt im Dreck. Hiob ist am Ende. Alles das, was ihn bisher getragen hat, was sein Leben wirklich lebenswert erscheinen ließ, das war zerbrochen. Und er ist verzweifelt und er schreit und ruft, warum muss gerade mir das alles geschehen? Warum straft Gott mich so schwer? Hiob findet keinen Grund. Und je tiefer er darüber nachdenkt, umso mehr gerät er an die Grenzen dessen, was er selbst verstehen und begreifen kann. Das Leid, das ihm widerfährt, das empfindet er als großes Unrecht. Seine 3 Freunde erweisen sich anfangs
Als richtig gute Freunde. Ich würde schon sagen, sie hatten fast seelsorgerliche Fähigkeiten. Sie kommen zu Hiob, als das Unglück passiert. Sie setzen sich zu ihm auf den Boden und sie schweigen mit ihm. Wir wissen ja, wenn großes Leid passiert ist, dann ist es besser. Man schweigt mal, dann bringen manchmal Worte gar nichts. Und diese Freunde Hiobs tun das 7 Tage und 7 Nächte lang. Aber dann halten sie es nicht mehr aus. Sie suchen, wie es für Menschen, für uns auch typisch ist, nach Erklärung. Und sagen, Hiob, wenn es dir jetzt so schlecht geht, dann muss es schon auch einen Grund dafür geben. Denk dran, Gott straft die, die Unrecht tun und die ihm nicht achten. Hiob wehrt sich gegen diese Erklärungsversuche. An anderer Stelle im Hiob-Buch können wir das nachlesen. Da sagt er, wäre ich schuldig, dann wehe mir. Ihr seid meine Freunde, aber ihr verspottet mich. So merkt doch endlich, dass Gott mir Unrecht getan hat, dass er mich mit einem undurchdringbaren Netz umgeben hat. Liebe Glaubensfamilie, Hiob wehrt sich. Und er wehrt sich so mit uns gegen so vieles, was einfach nicht zu erklären ist. Warum gibt es immer wieder Menschen, die mich so verletzen, statt meine Not zu sehen? Warum trifft gerade meinen Partner diese schwere Krankheit, die unser Leben so unendlich mühsam macht? Warum musste Corona gerade meine Familie so stark treffen, dass ich meinen Angehörigen schon seit Wochen nicht mal im Krankenhaus besuchen kann? Warum lässt der Wirbelsturm Ian an der Ostküste Afrikas so viele Menschen in die Obdachlosigkeit fallen, und ohne sauberes Trinkwasser zu sein? Auf all diese Fragen, da gibt es keine Antwort. Hiob erfährt das so. Und er spürt auch, dass jeder noch so gut gemeinte Erklärungsversuch sich dann ganz falsch anhört. Seine Freunde versuchen es trotzdem immer wieder. Wenn es dir so schlecht geht, muss es einen Grund haben. Denk doch nochmal genau nach, wo du gesündigt hast gegen Gott. Was hast du denn alles falsch gemacht? Aber hier bleibt dabei. Ich habe nicht gesündigt. Ich hielt meinen Fuß auf Gottes Bahn und wich nicht ab. Ich übertrat Gottes Gebote nicht. Seine Worte habe ich bei mir bewahrt, sagt Hiob selbst. Doch er ist verzweifelt, total verzweifelt. Und in dieser Verzweiflung behält er seine Gedanken nicht für sich. Er wendet sich an Gott. Ihm wirft er seine Verbitterung hin und auch seine Enttäuschung. Er wirft sie ihm vor die Füße. Hiob klagt Gott sein Leid. Und nicht nur das, er klagt Gott auch an. Du bist es doch, der die Menschen schafft und der die Zeit bestimmt, wann sie wieder sterben müssen. Du bist es, Gott, der uns das Leben schenkt und uns wieder abruft, wenn du unsere Zeit für gekommen hältst. Aber warum nur? So klagt und fragt Hiob weiter, warum lässt du uns in dieser kurzen Zeit, die uns bemessen ist, nicht in Ruhe? Das Leben ist ungerecht. Und Hiob hat dies am eigenen Leib erfahren. Deshalb kämpft er und hadert er mit Gott und klagt ihn an. Wir kennen das auch aus den Psalmen und wir kennen es von Jesus Christus. Auch der hat zu Gott geschrien und gefragt, warum hast du mich verlassen? Und dieser Schrei richtet sich gegen den Gott, der fern ist, den ich im Moment mit meiner Situation nicht spüren kann. Liebe Kirchenfamilie, wie viele Menschen begründen ihren Unglauben, ihre Abkehr von Gott und der Kirche damit, dass es doch Gott nicht geben kann, wenn es all dieses Leid gibt auf dieser Welt. Aber gerade dieser Schrei und dieser Ruf gibt Gott nicht auf. Martin Luther hat eben mal gesagt, man muss gegen Gott zu Gott fliehen. Trotz all seines Unglücks, trotz all der Verzweiflung und seines Leids, sagt Hiob eben nicht, Gott ist tot.
Nach allem, was mir geschehen ist, kann es doch Gott gar nicht geben. Das sagt er nicht. Nein, Hiob, liebe Kirchenfamilie, hält an Gott fest. Er wendet sich an ihn, weil er dessen Wege nicht versteht, weil er seine Nähe im Moment nicht spüren kann. Er führt Klage gegen Gott, wirft ihm die Wut und die Enttäuschung hin. Und damit fordert er Gott auf, in Beziehung mit ihm zu sein. Er bleibt selbst in Kontakt mit Gott. Und das Gute ist, da wo auch wir mit Gott hadern, da geraten wir nicht in die Gefahr, etwas erklären zu wollen, was gar nicht zu erklären ist. Da versuchen wir nicht vorschnell Not, Elend und Unglück mit schönen Worten zuzudecken, so nach dem Motto, das muss man halt aushalten. Und wenn ich mich umschaue, anderen geht es doch noch viel schlechter als mir. Nein, wo wir mit Gott hadern, streiten und auch mal zu ihm schreien, da lassen wir Gott nicht los. Da bleiben wir mit ihm verbunden. Und so gibt auch Hiob nicht auf. Er wendet sich gegen Gott und somit zu Gott und an Gott hin. Und genau aus dieser Kraft, sich mit Gott auseinanderzusetzen, findet Hiob den Mut und die Hoffnung wieder. Mitten in seinem Ringen mit Gott und mit dem Unrecht dieser Welt kann Hiob diesen wunderschönen, tröstenden und stärkenden Satz sagen: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hören Sie es? Ich stelle mir vor, dass Hiob diese Worte ganz leise spricht. Immer hat er Gott vertraut und er wird auch jetzt wieder für ihn da sein. Ja, das ist das tiefe Vertrauen in ihm, das ist seine Hoffnung. Und da höre ich es jetzt schon stärker, dieses Wort, dass wir als Christen auch immer wieder an den Gräbern unserer Lieben sprechen, weil wir hoffnungsvoll an diese Gräber treten, weil wir wissen, dass durch Jesus Christus ein Leben nach dem Tod auf uns wartet, dass der Erlöser lebt und uns zum neuen Leben erlöst. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiobs Frage nach dem Warum bekommt letztlich keine Antwort. Es gibt keine Erklärung dafür, warum Kinder sterben müssen, warum jemand so schwer von einer Krankheit gezeichnet ist, warum unser eigenes Leben oder auch die Welt mal immer wieder völlig ins Wanken gerät. Aber Hiob wagt, in all seinem Leid, wagt er es, an Gott festzuhalten. Er gibt Gott nicht auf. Er konfrontiert ihn mit Fragen und Zweifeln. Er hält fest an Gott und kann trotz des Unglücks sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ein solcher Satz, liebe Kirchenfamilie, der liegt uns nicht immer auf den Lippen und auch nicht am Herzen. Und auch bei Hiob hat es lange gedauert, viele einsame Stunden, verzweifelte Tage und Monate, bis er das sagen konnte. Aber in seinem Hadern mit Gott entwickelt Hiob die Kraft, die Spur der Hoffnung zuzulassen. In seinem Herzen bildet sich diese Ahnung heraus, dass sein Erlöser lebt. Dieser Satz hebt das Leiden der Welt noch nicht auf. Aber dieser Satz kann leise in mir auch selbst zur Quelle der Kraft werden, dem Leben wieder entgegenzugehen. Suchend, tastend, aber voller Vertrauen auf Gott selbst. Denn wo ich einen solchen Satz mitsprechen kann, da zeigt sich auch mir am Horizont ein Hoffnungsschimmer, ein Lichtstrahl, der mein eigenes Leben langsam übersteigt wie die aufgehende Sonne. Wo ich auch leise sagen kann,
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da öffnet sich mein Blick ganz neu. Auch für die Chancen einer Kirche, die bereit ist, gegen das Unrecht in der Welt einzutreten und sich für Frieden und Gerechtigkeit zu engagieren. Für eine Kirche, die Einspruch erhebt, wenn Menschen in unverschuldeter Not oder in soziale Isolation gedrängt werden. Für eine Kirche, die schon jetzt über die Zukunft nachdenkt und mutig Verantwortung übernimmt. Liebe Glaubensfamilie, die Karwoche, auf die wir in den kommenden Tagen zugehen, sie lebt davon, dass sie Leid, Angst, Einsamkeit, Verzweiflung und vor allem den Tod ernst nimmt. Denn all das hat Jesus am eigenen Leib erfahren, als Mensch unter uns Menschen. Aber diese Karwoche lebt auch davon, dass wir in und gegen die leidvollen Erfahrungen mit Hiob darauf vertrauen dürfen, dass unser Erlöser lebt und dass er am Ende über dem Staub stehen wird, auch dem Staub unseres Lebens. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Begreifen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Miteinander und füreinander beten. Und ich lade Sie ein, auch zu Hause, auf den Gebetsruf, wir rufen zu dir mit Herr, erbarme dich, zu antworten. Du gibst alles hin, Jesus Christus, Macht und Größe, selbst deinen Leib und dein Leben. Du machst dich zum Diener und Knecht für uns, damit wir frei werden. Wir aber streben nach Ansehen und Einfluss, wollen unseren Namen groß machen. Doch du nimmst uns an, wie wir sind. Du hilfst uns, dass wir uns selbst annehmen können, um frei zu werden für deine Liebe und für die Aufgaben der Liebe, die wir wahrnehmen können. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gott, wir bitten dich für uns. Mach uns bereit, dass wir einander dienen. Lass uns Verständnis haben mit den Unverstandenen. Lass uns Trost stiften den Traurigen und lass uns die Einsamen begleiten und die Kranken besuchen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich, für deine Kirche. Mach sie bereit, dass sie ein Gegenüber bleibt für Politik und Wirtschaft, für Kultur und Gesellschaft, dass sie ungerechte Strukturen benennt und ebenso auf Leid und Unterdrückung hinweist. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die Welt, in der wir leben. Lass die Opfer von Krieg und Terror nicht vergessen sein. Lass Frieden einkehren, wo Gewalt herrscht.
und sei bei denen, die sich nach Gerechtigkeit und Wahrheit sehnen. Stärke sie mit deiner Liebe und deiner Kraft. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gott, sei du bei uns, mit allem, was uns bewegt, mit den vielen Fragen, die uns bewegen, den Zweifeln, die wir in uns tragen, dass wir sie vor dich bringen, wie Hiob es getan hat, dass wir im Gespräch mit dir immer in Beziehung miteinander bleiben und deine Kraft spüren, die du uns immer neu schenkst. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Und gemeinsam beten wir mit den Worten, die uns Jesus Christus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht nun in die Zeit, die vor euch liegt und wo immer ihr heute seid, mit dem Schutz und Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.